Ja, Leute, es ist wieder mal soweit. Ich schmeiß die Smokerratte an. Holz muss noch gehackt werden. Hiwi! Antraben! Wir haben ja wieder unser Sandmännchen da. Du darfst jetzt reingehen, Holz hacken, wie ein Geisteskranker. Du kannst auch eine Schubkarre komplett voll machen. Wir brauchen viel Holz heute. Okay, ich walte meine Sandmännchen. Ja, Leute, wir machen leckere Baby Back Ribs von der Smokerratte. Und zwar nicht im 3-2-1 Verfahren, in diesem Verfahren, in jenem Verfahren. Nein, wir schmeißen die heute drauf, lassen sie drauf liegen, tun sie bloß einmal oder zweimal glasieren und fertig. Ja, und dann schauen wir ganz einfach, wie sie werden. Die Ribs habe ich schon fertig gewürzt. Ich zeige euch nachher noch mit welchem Gewürz. Und die Barbecue-Soße, mit der sie nachher gegläst werden, ja, die habe ich mir auf dem Moesta Festival mitgenommen oder mitgeben lassen. Wollen wir sagen, wie es ist. Okay, dann warte ich jetzt, bis der Hiwi fleißig war. Werd noch die Asche aus der Brennkammer entsorgen. Moped. Und dann können wir auch schon anfeuern. Und mit Wasser habe ich ihn auch schon etwas sauber gemacht, damit er nicht so schlimm aussieht wie das letzte Mal. Du sollst nicht die Decke kaputt schlagen, gell? Du sollst das Holz klopfen. Ja, ich muss ja auch ein bisschen durchziehen, oder? Ja. Klopfe ich da bloß. Also, ja, so wie das ist, ein bisschen kleiner vielleicht noch. Und am besten hier alles in diese Schubkarre rein. Weil je kleiner das Holz, desto besser ist es. Klappt es mit der Axt oder willst du eine andere? Nö, passt schon. Gut, eine andere hätten wir eh nicht gehabt. Bloß gucken, dass ich da nicht. Alles klar, du machst Holz, ich mach draußen das Ding soweit fertig sauber, okay? Ja. Ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also ich habe hier unten jetzt so ein paar Anzünder oder auch Anlunser, wie es andere nennen, drunter. Und um das Ganze jetzt ein bisschen zu vereinfachen, nehme ich mir jetzt einfach so Barbecue-Spray und tue einfach noch ein bisschen was auf das Holz mit drauf. Weil das Zeug brennt ja auch ganz gut. Und dann dürft man hier richtig gleich ein ganz geiles Freudenfeuer haben. Ja, so feuern wir jetzt die Ratte erst einmal ordentlich an, weil ich habe sie innen drin auch ausgewaschen. Moment, ich zeig's euch. Oh, ruck! Also die ist von innen auch richtig nass. Warum habe ich das gemacht? Vom Rauch und so hat sich so eine Patina gebildet, so eine extreme. Und wenn man da bloß mit der Fingerspitze schon hinkommen ist, ist das ganze Zeug runtergebröselt. Ja, und ganz klar, auf dem Essen möchte ich das nachher nicht haben. Deswegen einmal kurz mit dem Wasserschlauch rausgespritzt. Unten ablaufen lassen. Irgendwann müssen wir den jetzt sowieso mal eine Grundreinigung machen, aber heute noch nicht. Darum heizen wir den jetzt auf, dass das Ding wieder ordentlich trocken wird. Und dann schauen wir, dass wir in etwa auf 110 Grad kommen. Und dann können wir schon unsere Ribs draufschmeißen. Ja, Leute, so langsam qualmt er und Hiwi! Ja? Bist du narrisch? Wieso? Du hast gesagt, voll machen. Man kann es auch etwas übertreiben. Jetzt was? Also so viel Holz braucht man, glaube ich, jetzt auch nicht. Ja. Voll dann voll, oder? Naja, okay. Also Holz haben wir jetzt genügend. Dann
warten wir, dass der Smoker schön auf Temperatur kommt und dann geht's schon weiter. Jetzt habe ich es doch glatt geschafft, das Ding zu überheizen. Jetzt lasse ich mal erstmal das Feuer noch ein bisschen wieder runterbrennen, die Temperatur ein bisschen nach unten regeln, dann fertig einregulieren und dann können wir die Ribs endlich draufschmeißen. Ja, in der nächsten Szene werdet ihr mich dann in etwas anderen Klamotten sehen, weil in der Zwischenzeit gehe ich jetzt schon mal dahinter und mache da meine andere Arbeit weiter. Und jedes Mal, nur wegs kurz vor der vor die Cam springen, werde ich mich nicht umziehen. Ja, so ist es zwischen Werkstatt und Grill. Okay, Leute, bis gleich. So, Freunde, da haben wir jetzt die Ribs. Der Smoker, ja gut, die eine Seite direkt bei der Brennkammer sind jetzt knappe 150 Grad, hinten 120, 130 Grad, also mittendrin. So sieht man mich, glaube ich, besser. Gehe halt in die Hocke. Mittendrin legen wir dann die Ribs rein. Schön gewürzt. Was habe ich heute benutzt? Den Sweet 60s vom Philipp. Ja, der war ganz lecker. Also kann ich den heute auch wieder nehmen. Dann legen wir die jetzt drauf. Und dazu stelle ich die Cam schnell um. Tadadada. Dann packen wir uns die Kelle hier schnell aus. Schöne Baby Back Ribs. Die habe ich wieder bei My Steak Shop bestellt. Ja gut, die legen wir jetzt ganz hinten hin und die anderen weiter vorne und dann tauschen wir halt wieder durch. Und die Dinger haben sich, ja, für mich persönlich einfach am besten gezeigt, erwiesen. Also ich finde die Dinger sowas von klasse. Anders kann ich es gar nicht sagen. Also ich bin von diesem Produkt überzeugt. Na, komm jetzt raus, du Feigling. So. So lassen wir sie jetzt drauf liegen. Tun sie zwischendrin nochmal hin und her wenden. Und Dauer? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es absolut noch nicht. Das werden wir nachher sehen. Nachher. So. Ja, ich glaube, man kann es sogar sehen da oben. Es flimmert nur ganz leicht oben raus. Genauso soll der Smoker sein. Ja gut, ich habe die Brennkammer dazu etwas geöffnet wieder oben, aber es funktioniert soweit. Und was nehmen wir an Barbecue-Soße zum Glasieren nachher? Ich habe hier dieses Päckchen hinterher getragen bekommen. Kann man so sagen, ist so. Und habe mich natürlich riesig drüber gefreut. Und ja, ich glaube, ich werde mich heute für diese Cola-Soße entscheiden zum Glasieren. Dann haben wir hier noch Chili. Rauchig süß. Und da haben wir sogar eine richtige Glaze. Machen wir so. Machen wir zwei Stück Cola und zwei Stück mit der Glaze. Dann haben wir hier gleich einmal zwei Stück ausprobiert. Und ich bin wirklich gespannt, wie das auf der Ribs schmeckt. Ja, soweit so gut. Warten wir jetzt erst einmal die nächsten Stunden ab. Wie spät haben wir es? Oh, wir haben es gleich 5:30. Und ja, wir schauen einfach nachher wieder rein, wie sie aussehen. Ja, so in einer Stunde hätte ich jetzt einmal gesagt. Bis nachher. Du Michi, soll ich mal ein Holz nachlegen? Hä? Nee, hab ich gerade gemacht. Alles klar. Lass mich schleifen. Ja? Du passt auf, dass du das morgen
der Michi ist weg. Wenn ich schon die ganze Zeit neben dem duftenden Smoker stehen muss und mir eine Teile schleif und drauf aufpassen soll, dann kann ich ja wenigstens auch mal eine Nase voll nehmen und mal gucken, wie es da drin ausguckt. Fein riechen tut es ja schon mal. Und gut ausschauen tut es auch so langsam. Aber jetzt schleife ich wieder weiter. So, Freunde, ich bin wieder da. Temperaturbereich liegt mittlerweile so bei 130 zu 100, 110 Grad. Also genau richtig, dass wir die jetzt einmal durchtauschen können. So, wie machen wir das jetzt am blödsten? Den drehen wir so rum. Also jetzt brauche ich ja keine Angst haben, dass sie zerfallen. Fall off the bone werden die ja mit Sicherheit nicht. Aber ich denke, die werden trotzdem verdammt lecker sein. So. Ja, und mein Schatz hat uns jetzt noch ein Leckerchen gemacht. Wisst ihr was? Das zeige ich euch noch schnell. Ja, Schatzi, was ist denn das? Eine Kirschnudel. Eine sogenannte Kirschnudel. Oh, schön mit Kirschen aus dem eigenen Garten gefüllt. Da gibt es doch gleich ein Bonusprobiererle. Schmackofatz. So, Freunde, wir haben es jetzt 8. Ich täte ja jetzt ganz gerne sagen, so und so lang was drauf, aber ich weiß nicht mehr, war das halb 5 oder halb 6, wo ich die Rips drauf habe. Naja, egal, ihr wisst es ja, ihr habt ja das Video gesehen. Dann nehmen wir hier jetzt mal die Barbecue-Sauce und Cola raus. Na. Oh, aber einen schönen Karton haben sie gemacht, ja. Und die Glaze. Ja, das sind Barbecue-Soßen und Glaze aus Pflaumen. Und die probieren wir da. Tja, runtergefallen. Die probieren wir jetzt ganz einfach aus. Ja! So. Die zwei vorderen mache ich mit der Glaze. Ja, die sind noch separat zugeklebt. Yum. So. Und die zwei hinteren. Machen wir mit Cola. Und dann bin ich ja nachher gespannt, wie die so schmecken. Nachher die Ribs. Jetzt noch eine halbe Stunde. Dann haben wir es 8:30. Und dann kommen sie runter. Und werden verspachtelt. Ob wir da jetzt noch irgendwas dazu essen? Ich glaube fast nicht. Nachdem wir diese Kirschnudeln noch gegessen haben. Heute Mittag hat mein Schatz auch was Leckeres gemacht. Mit Hähnchenbrust und Gemüse. Und ja, eigentlich reicht es uns schon fast. Aber Hauptsache noch leckere Rips. So, Rips ohne Schnickschnack. Und während hier jetzt drin die Ribs fertig ziehen, werde ich jetzt mal hier was probieren. Habe ich mir vorher, wo ich unterwegs war, ja, mitgenommen. Original von Jack Daniels, eine Lynchburg
Lemonade, Limonade. Probieren wir mal ganz einfach, ob mir das Zeug auch schmeckt. Riecht wie Eistee. Schmeckt irgendwie wie saurer Eistee mit Jackie. Ja, beim zweiten Schluck bleibe ich derselben Meinung. Naja gut, man kann es trinken. Die Rips brauchen noch 20 Minuten in etwa und danach können wir probieren. Es kamen ja ab und zu die Fragen, was meine Bananen hier vorne drin machen. Das zeige ich jetzt hier auch noch schnell. Ja, die habe ich immer noch nicht geschafft, in einen größeren Kübel einzupflanzen. Aber denen hier geht es ganz gut. Mhm. Vom Oregano, ich weiß nicht, ob das endlich was ist, was da rauskommt. Minimal. Basilikum ist sehr gut gewachsen. Von der Petersilie sieht man auch ein klein bisschen was. Und vom Schnittlauch auch ein klein bisschen was. Naja, sollte man vielleicht das nächste Mal vorziehen. Tja, aber so sehen die Bananen jetzt, oder ja, die Bananen sind ja mehrere Pflanzen, aus. Und jetzt schauen wir noch zum Hinkebein oder Hinkestielchen. Ach, irgendwie so haben wir gesagt. Weil der darf gerade wieder putzen. Na, putzt du das auch richtig da drin? Ich hoffe mal. Ich zoome mal her. Ja, du bist bis jetzt zu wenig im Video vorgekommen. Ja, ich war ja auch beschäftigt. Du warst beschäftigt? Schleifen, putzen. Ja. Smoker bewachen, nachfahren. Auch noch? Auch noch? Ja. Okay. Naja, auf alle Fälle gibt es... Feierdeifel. Einheizen. Auf alle Fälle gibt es... Darf ich jetzt ausreden? Blöd Sakrament. Auf alle Fälle gibt es heute noch eine Nachtschicht, ja, dass ich das Zeug auch noch so schwarz lackiere. So Freunde, es ist soweit, ob es jetzt 3 Stunden waren oder 4 Stunden, keine Ahnung, ist mir auch völlig bums. Wir haben es jetzt 8:30 exakt. Ey, die Dinger sehen gut aus. Das waren die mit der Barbecue-Sauce. Ne, mit dem der Barbecue-Glaze. Das stellen wir jetzt hier so leicht schräg rein. Und das waren die mit der Cola Glaze. Tja, und dann würde ich sagen, werde ich mir von beiden gleich einmal was schnabulieren. Und dann werden wir sie verkosten. Die sehen doch mal richtig gut aus. Ganz einfach, ohne Schnickschnack, ohne Dämpfen, ohne alles. Gut Leute, wir sehen uns am Tisch. Ne, so geht es nicht. Jetzt. Ja, badabadu. So. Hier haben wir sie jetzt. Meine 2 Probiererle. Cola, Barbecue Glaze. Und ich nehme heute mal ein Gabel und Messer wieder. Einfach mal zum Probieren. Ja, man merkt schon, die Konsistenz ist etwas anders, aber trotzdem doch noch sehr weich. Die schneide ich jetzt. Wer fuselt da mit meiner Kamera? Wow. Klar, nicht voll auf sie bauen, aber sehr weich, sehr zart, richtig geil. Endlich mal Rips zum Knabbern, wirklich zum Knabbern.
Hm? Hm. Vom Gewürz her gut. Und von der Käse auch brutal geil. Hm? Probieren wir mal die Barbecue. Auch richtig geil. Perfekt. Was sagt ihr dazu? Der kriegt den Mund schon wieder nicht auf. Also. Die sind gut. Die sind gut, jawohl. Dem kann ich nur zustimmen. Aber. Aber. Die letzten aus dem Butcher Paper waren besser. Nee. Doch. Ja gut, die waren halt zarter. Ja. Das ist klar. Die waren ganz weich, die waren ganz lecker, die waren mega lecker. Ja, aber die sind auch weich. Die sind halt nicht voll auf the bone. Das ist klar, das habe ich aber vorher gesagt, dass man die ein bisschen knabbern muss. Die sind anders. Mhm. Aber mir sind sie so, ehrlich gesagt, lieber. Habe ich weniger Arbeit. Hiwi, Sandmännchen. Ah, dich interviewen wir nachher. Aber jetzt esse ich erst einmal. Ja. Fazit. Also. Ich fand sie hervorragend lecker. Wirklich. Gut. Schatz sagt, die anderen im Butcher Paper oder halt wenn sie gedämpft sind, sind besser. Die sind einfacher zum Essen. Definitiv. Wenn Fleisch vom Knochen fällt, hat natürlich was. Aber man kann sie auch so machen wie wir heute. Einfach nur drauf, einmal zwischen untereinander austauschen und am Schluss ein Gläs drauf. Ja, wie gesagt, ich hatte sie vorher vorgerappt, Silberhaut, erst die Silberhaut entfernt, dann gerappt, dann auf dem Smoker, auf der Smokerratte gesmoked. Über 3 oder 4 Stunden und ja, halbe Stunde vor Ende noch die Glaze bzw. Barbecue Soße drauf. Ergebnis, einwandfrei, kann man nicht meckern. Ja, möchte von euch jetzt noch jemand was zum Fazit sagen? Du, mein Schatz? Ich habe schon meinen Senf dazu. Du hast deinen Senf schon dazugeben, dann richten wir die Cam nochmal auf den Hivinator. Der ist zwar noch am Kauen, aber egal. Und du bist noch fleißig am Nagen? Ja, ich nag noch ganz gewaltig hier und super lecker. Und ja, leider schaffe ich jetzt dann bald nicht mehr mehr, aber... Ja, viel ist auch nicht mehr übrig. Ja, Petzi kommt jetzt ja nur von der Spätschicht. Ja. Aber wenn es so fein ist, dann muss man dann halt dann doch noch ein bisschen mehr essen, als man eigentlich möchte. Ja, und ja... Wie? Hinkebeinchen, was macht dein Fuß mittlerweile? Och, dem geht es inzwischen wieder recht gut. Gott sei Dank, muss ich sagen, war halt doch ziemlich heftig. Ja, wird mir eine Lehre sein, sowas wird mir nicht mehr passieren. Gut, genug geredet. Also, du bist doch weg, auch zufrieden mit denen? Mhm. Alles klar. Na, dann haben wir doch noch jemanden glücklich gemacht. Ob ich jetzt mit dem Hiwi... Nochmal ein Video schaffen morgen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber ich hoffe mal, dass er vielleicht so zwischendrin auch ohne Arbeit für mich vorbeikommt, oder? Kann es, möglich sein. Es sieht so aus, so wie er die Backen voll hat. Okay Leute, dann nicht vergessen, unten ein Glöckchen, um immer gleich informiert zu sein, wenn was Neues rauskommt, auch Live-Videos. Und ja, ansonsten würde mich Däumchen nach oben freuen, Abo, freundliche, nette Kommentare. Kritiken können natürlich auch geschrieben werden, nur keine Beleidigungen. Okay, Freunde, wir sehen uns. Ciao. Was muss denn das sein?
Ja, kommst du zum Schnabulieren? Ja. Musst du auch noch Rips probieren? Ja. Leute, wir kriegen doch noch ein Fazit. Jetzt mal, wenn ich vom Arbeiten komme, ey. Ja, Leute, schaut euch das an, wie genussvoll sie da reinbeißt. Hört auf. Noch einer am Nagen. Ja. Abfiedel. Schmeckt's? Hört man doch, sieht man. Gut. Lass sie jetzt essen. Tja, hast du deinen Nachtisch auch schon gefunden? Also, schnelles, kurzes Fazit noch zu den Rips. Wie waren sie? Die einen waren sehr gut und die anderen waren ein wenig fad. Die einen waren ein wenig fad. Welche? Ich glaube, das waren die Cola Rips. Okay, mir haben die besser geschmeckt. Na, hey. Geh noch mal ein kleines Stück weiter rüber. Oh, Leute, jetzt hat es einen Heiligenschein. Seht ihr das? Okay. Aber top. Und wie schmeckt die Kirschnudel? Hat ja auch Mutti gemacht. Ja. Gut, dann lasst das schmecken und jetzt ist das Video wirklich beendet.